Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Ich bin euer Basti, freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Es gibt ein neues DLC für Hausflipper, und zwar das Luxus-DLC. Und warum ist mein Schreibtisch hier so dreckig? Das geht ja mal gar nicht. Ja, das Luxus-DLC, das wollen wir uns heute anschauen zusammen. Wenn wir auf die Karte gehen, sehen wir, dass wir das HGTV DLC abgeschlossen haben und jetzt gibt es hier das Luxury Flipper DLC und da wollen wir natürlich hingehen. Oh mein Gott, okay. Können wir hier... Oh, riesengroße Stadt. Aber ich glaube, wir müssen zuerst hier auf das Schiff. Schiff Ahoi. Jimmy nutzte die Abwesenheit seines Vaters und organisierte eine Riesenparty auf der Familienjacht. Er und seine Freunde hatten eine tolle Zeit, was man auch an dem Chaos sehen kann, das sie hinterlassen haben. Nun braucht der Partylöwe eine fähige Reinigungskraft, bevor sein Vater zurück ist. Glücklicherweise geht seine Welttournee noch eine Woche weiter. Na dann wollen wir das mal akzeptieren und werden den ersten Auftrag hier wahrscheinlich ganz gut meistern, hoffe ich zumindest. Wir waren noch nie auf dem Wasser. Wir sind im Moonrace Bay. Und dann mal sehen, was uns hier erwartet. Müssen wir da erst mit dem kleinen Boot hinfahren oder kommen wir jetzt direkt auf das Schiff? Wir lassen uns überraschen. Behold! My yacht! Technically my father's, but let's be honest. It's almost mine at this point. Last night I invited some friends over. The party was epic. I'm quite popular, you see. We had a blast. At least the parts I remember. Wait a sec. I've got a message. Told you I'm... Oh no! My dad is coming back earlier! All this mess, he cannot see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No, 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 my dad's records! They should be on the wall. You need to find them. They must be somewhere around here. Oh god, dad is gonna be so pissed. I don't want to get in trouble. I know you can save my skin. Please. I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me, right? Oh mein Gott. Yeah, I'm a Mona Boat. Schiff Ahoi, auf geht's, wir sollen das Schiff reinigen und es ist cool, dass jetzt auch eine Sprachausgabe vorhanden ist. Das ist natürlich cool. Budget für den Auftrag. Kunden aus Moonrace Bay haben zwar mehr als genug Geld, doch auch sie müssen auf ihre Ausgaben achten. Darum geben sie dir ein bestimmtes Budget für die Renovierung ihrer Häuser. Du solltest es nicht überschreiten. Alles klar, ich kann das Boot sogar benutzen. Das Beiboot, oh mein Gott, hier sieht's ja aus wie Scheiße. Naja, gut. Okay, wir stellen mal das Glas wieder hin, machen den ganzen Müll hier weg. Oh mein Gott, was haben denn die bitteschön hier gemacht? Okay, aber wenn Jugendliche feiern, dann ist natürlich Fettparty angesagt, ne? Wir sollen Platten finden. Der Vater scheint, tja, Musikproduzent zu sein oder irgend sowas. Oh mein Gott, das kann ich hier nicht hinstellen. Ah, okay. Momentchen mal. Oh Gott, der ist kaputt. Naja, da kann ich nicht viel machen. Ich werde erstmal ein bisschen reinigen hier, damit ich hier sehe, was hier noch Müll ist und was hier nicht Müll ist. Oh shit. Naja. Ich wische hier einfach mal ein bisschen drüber und dann sollte das im Nu, nichts wieder gut aussehen, ne? Hoffe ich zumindest. Was können wir hier noch machen? Okay. Der Müll hier ist bereinigt. Wir kümmern uns natürlich erst um die erste Etage hier, bevor wir vielleicht irgendwo anders hingehen.
Gott, was habt ihr hier gemacht? Ihr habt nur Bier gesoffen, ne? Das war ja eigentlich klar. Oh Mann. Aber es ist schön, dass man, dass auch solche Leute Hilfe brauchen. Na gut, ich kann mich da auf die Dinger draufsetzen. So, Moment, den Stuhl hier, oder den kleinen Tisch müssen wir da ordentlich hinstellen hier. Wir machen erstmal hier ein bisschen alles auf. Da geht's nach unten. So. Sieht's doch eigentlich schon ganz gut aus. Das war auch noch Müll. Die Teller sind kein Müll. Der ist sowieso kaputt. Das ordnen wir mal ein bisschen ordentlich an hier. Das Glas stellen wir wieder auf. Und dann würde ich sagen, wir müssen hier noch ein bisschen reinigen. Oh Gott, auf der Treppe ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Schmutz. Okay, hier sieht's aus wie. Oh Mann. So, erstmal alles weg. Sehr schön. Die alten Becher, die Flasche, die Flaschen. Ich bin ja gespannt, wo die Platten sind hier. Die vom Vater. So, erstmal ein bisschen komplett durchputzen hier. Oh Mann, die Scheiben sind wahrscheinlich auch dreckig hier. Hier ist noch Müll, dort unten hängt ein Anker. Oh Mann. So, das muss noch weg. Das muss noch weg. Hier ist auch noch irgendwo Müll. Da hinten die Becher, oder? Ja. So, sehr gut. Hier ist aber noch irgendwo was. Das sehe ich nicht. Aha. Okay. Ah, die Kerzen können auch unten drunter stehen bleiben. Das sollte nicht so. So. Okay, die Etage sieht auch eigentlich ganz gut aus. Gehen wir erstmal nach oben. Oder gehen wir nach unten? Ich weiß es nicht. Hier sieht es überall aus. Naja, gut. Jugendliche halt, ne? Die schmeißen halt alles rum. Oh Gott. Also ich wäre, glaube ich, oh sackig, wenn ich hier als Elternteil. So. Meine Güte, was haben die hier Farbe gespritzt oder was? Halle Julia. Okay, die Yacht hier oben sieht schon wieder annehmbar aus. Was kann ich denn hier machen? Öffnen das Fenster. Alles klar. Gut, also ich würde sagen, die obere und die untere Etage, die haben wir eigentlich gereinigt. Oder die erste Etage. So, naja, dann müssen wir jetzt nach unten gehen und die Platten suchen. Einmal hier nach unten. Oh Moment, hier war noch irgendwo anders was, ne? Oh no. What have they done to my father's anchor? My friends must have played with it at the party and now it's ruined. Restaurieren. Okay. Kannst du ihn reinigen? Du hast das Werkzeug dafür, oder? Och, ich denke mal schon, dass ich das Werkzeug habe. Wähle den Bereich des Möbelstücks, den du bearbeiten möchtest. Ah. Cool. Es ist ja wie bei Castle Flipper. Dad cannot notice any trace of those damages, or I'm a goner. Ja, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich krieg das Baby schon wieder hin hier.
Ach so, von unten auch noch. Na ja, gut. Wait, hey, das sieht gut what aus. What happened to the color? Can you fix it? Make it look, you know, finished? Ja, ja, ist ja alles gut. Okay, nachdem du die Oberfläche des Möbelstücks vorbereitet hast, musst du die Behandlung wählen. Die Möglichkeiten hängen von den Baumaterialien ab. Beizen und versiedeln, lackieren. Okay. Das kriegen wir hin, wir machen ja einen schönen Anker wieder draus. Was keine Panik haben. Es wird natürlich teuer, ne? So. So, ich hoffe doch mal, ich merke mal, was ich dafür benutzt habe. So, das ist auch fertig. Ja, wir hatten die Farbe. So. Dann einmal drehen. Sehr gut. Hui. Looks like new to me now and my eyesight is way better than my dad's. Thank you. Okay. Okay, den werden wir hier wieder hinhängen. Sehr gut. So, gehen wir jetzt hier rein. Oder gehen wir erstmal hier drüben gucken, was da noch ist. Okay, Fitnessstudio. Okay, das ist nicht wirklich. Das ist nicht wirklich. Oh Mann, hier müssen ja die Platten hin, ne? So, die Platten haben wir hingehangen. Die Gitarre. Und die packen wir hier mit an der Wand, ne? So. Den Pokal ziehen wir da aus. Das Bett kann ich nicht machen. Okay, Moment. So, einmal da drunter. Ne, das hängt nicht richtig in der richtigen Höhe. Okay, das sollte passen. Sieht ganz gut aus. Hier ist noch ein bisschen Müll. Das kriegt man aber auch sauber. Sehr gut. Okay. Ich glaube, das Zimmer sieht doch schon da ganz annehmbar aus. Dann gehen wir mal hier rüber. Mal sehen, was hier noch alles ist. Schlafzimmer der Eltern, denke ich mal. Was haben deine Freunde hier drinnen gemacht? Sag mal, Kollege. So, okay. Noch mehr Müll. Aber auf jeden Fall erstmal nur reinigen hier, ne? Das passt schon. Gut. So, der ganze Müll muss auch noch weg. Meine Güte. Was habt ihr hier kaputt gemacht? So, Bett machen. Einmal komplett durchwischen. Sieht doch gut aus. So. Wunderbar. Oh Mann, das Bild muss auch doch gerade in die Hange werden, ja. So, was haben wir hier drinnen zu tun? Nichts. Hier ist ein kaputter Spiegel. Gegenstand verkaufen. Was muss ich denn hier verkaufen? Okay. Hier bin ich fertig. Was müssen wir hier noch machen? Nix. Hier müssen wir auch nichts machen.
Okay. Dann sind wir, glaube ich, hier unten fertig. Ah, Gegenstand verkaufen. Ach so, das Glumpe, was hier kaputt ist, ne? Der Kühlschrank, der Herd. Und Gegenstand kaufen. Kleiner Kühlschrank, Ofenpistor. Ach nee, Ofenpistor. Okay, dann wollen wir mal gucken. Also, den kaufen wir. So, und dann natürlich noch den Kühlschrank. Sehr gut. Dann haben wir das hier drin erledigt. Wir müssen mal gucken, ob wir hier oben noch was machen müssen. Hier oben braucht man nichts machen. Okay, dann haben wir aber hier unten in den anderen Räumen noch irgendwie was, ne? Denke ich mir mal fast. Oder draußen, dass wir draußen noch irgendwie... Nee. Die Musik ist cool. Okay, dann gehen wir mal dort runter, wo der Anker ist. Ich denke mal, hier müssen wir auch noch was drin machen. Nee. Auch nichts. Auch nichts. Hier haben wir auch nichts mehr zu tun. Hier haben wir auch nichts mehr zu tun. Hallo, dann haben wir ja alles erledigt hier, oder? Auftrag beenden. Ich bin aber nicht zu 100% durch. Ja, wir sind zu durch. Wir sind durch. Okay, gut. Dann sollten wir den Auftrag beenden. Der Kollege freut sich. Wir haben die Sachen ersetzt. Die Party, tja, hat nie stattgefunden. Oh Mann. Das wird aber richtig teuer, kann ich dir sagen. Ich hätte vielleicht die Kissen noch ein bisschen ordnen sollen. Ah, ist schon alles. Ist schon alles okay. Ah, die Gitarre hängt, die Platten hängen. Und damit haben wir unseren ersten Auftrag im Luxus-DLC von House Flipper erledigt. Sehr schön, neues Haus freigeschaltet. Erledige alle Jobs, um neue käufliche und renovierbare Häuser freizuschalten. Schau auf deinem Laptop im Büro, um zu sehen, welche Häuser gekauft werden können. Nee, ich möchte eigentlich auf der Karte, weil hier gibt es nämlich den nächsten Auftrag, den wir uns zusammen im nächsten Part ansehen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal bei House Flipper. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.